Der Filmtalk heute mit Ursula und Linda. Ich habe genau 3-mal gelacht und keine Lust aufs Pilgern bekommen. Gestatten? Hans-Peter Wilhelm Kerkeling, 36 Jahre. Deutscher Schütze, Aszendent Stier, Wahlrheinländer, Künstler, Raucher, Kunde, Komiker, Wähler, Zuschauer, Leser, Hörer und Pilger. 791 Kilometer. Zu Fuß. Du. Allein. Ich will Lebenszeichen. Also, ich bin da mal weg. In meinem Reiseführer steht, dass jeder Pilger auf der Reise mindestens einmal weinen wird. Aber bitte nicht gleich am ersten Tag. Erkenntnis des Tages: Pilgern tut weh. Kurschatten ist nichts gegen dich, oder? Guck dir das an, diese ganzen Leute. Latschen den ganzen Tag auf der Suche nach Gott oder Erleuchtung oder Sex. Die haben Hunger, müssen aufs Klo und stehen trotzdem hier an für so einen Stempel. Also, genau wie du. Das heißt, du gehst zu Hause in die Kirche? Nein, machen wir uns nichts vor, aber das Bodenpersonal lässt arg zu wünschen übrig. Auf dem Weg treffe ich eigentlich immer wieder nur auf eins. Auf mich. Irgendwas wird dieser Weg schon in mir verändern. Und ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Es ist zu schön, um wahr zu sein. Kann ich ein Autogramm? Tut mir leid, Autogramme gebe ich nur auf nackte Haut. Das war nur ein Witz. Also der Trailer verspricht ja eigentlich einen lustigen Film. Jetzt hat Ursel schon angedeutet ein bisschen, dass er ihr nicht so gut gefallen hat. Was hat dich denn am meisten gestört? Also ich muss sagen, 45 Minuten lang, der Film dauert ungefähr 90, habe ich mich damit gequält, warum zum Henker nicht Harpe Kerkeling sie selbst spielt, sondern warum das ein Schauspieler machen muss. Vielleicht wäre Harpe Kerkeling auch irgendwie lustiger gewesen. Ja. Das hatte ich auch so ein bisschen ein Problem. Und dann sieht er eben halt schon zum Verwechseln ähnlich, am Anfang noch mit einer relativ schlechten Maske, weil er da relativ dick aussieht und dann läuft er los die ersten paar Meter und hat schon so ganz durchtrainierte Beine. Das hat mich irgendwie auch ein bisschen irritiert. Und es ist halt einfach nicht Harpe. Und das Buch lebt ja davon, dass man ihn kennenlernt. Und das Buch ist eine Steilvorlage gewesen. Man erwartet sich natürlich jetzt einiges von diesem Film. Das Buch war ewig auf den Bestsellerlisten. Das haben wir vorhin nochmal extra nachgeschaut. War wohl das erfolgreichste Buch der Nachkriegszeit. Das erfolgreichste Sachbuch der Nachkriegszeit. Es ist unfassbar. So, und jetzt kommt da so ein Film daher, der keine Erwartungen erfüllt. Und ich habe noch gelesen, das Hörbuch hat Harpe Kerkeling ja selber eingelesen. Und deswegen war das super. Und da hat jemand geschrieben, es war unglaublich, weil man ihn gehört hat, weil man ihn erlebt hat und weil man so mit drin war. Und so hatte ich irgendwie immer das Gefühl, das ist so ein bisschen geklaut. Also es waren halt viele kuriose Treffen und viele extreme Persönlichkeiten, aber auch immer nur die 3, 4, mit denen er dann Kontakt hat und sonst kaum einer. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, da ansatzweise diesen Weg wirklich mitgehen zu können, was das Buch ausgelöst haben muss, weil seit dem Buch ein riesiger Pilgerhype losgetreten wurde. Also es gibt wohl auch, die Leute sprechen auch von Kerkeling-Effekt oder so. Und vermehrt deutsche Pilger sind auch seitdem auf dem Camino unterwegs. Und ich muss sagen, das war das, was mich im Film schon angerührt hat, diese Bilder. Die sind also schön. Man sieht so, die Sonne kommt zwischen den Bergen hoch, so Nebelschwaden. Es ist wirklich teilweise eine ganz besondere Stimmung, aber mir hat es immer ein bisschen kaputt gemacht, dass er da wieder war. Ich wüsste gerne, was das Buch damals ausgelöst hat. Ich muss dazu sagen, ich habe es nicht gelesen, weil ja viele wirklich das gelesen haben müssen und ihren Rucksack gepackt haben. Ja, und das wird nach diesem Film garantiert nicht passieren. Was ich aber schön fand, ist, dass man so ein bisschen was vom Harpe da kennenlernt. Zum Beispiel, dass er eben auf diese Herbergen scheißt und sagt, Entschuldigung, ich habe das Geld. Ich gehe natürlich in Luxusbuden und schläft dann im Hotel, wenn es ein gutes gibt, dann dort und sonst in einem billigeren. Und er ist großzügig. Er lädt dann auch mal 2 Frauen ein, mietet so ein riesiges Haus, dann dürfen da alle mal schlafen. Also das fand ich sehr sympathisch und da hätte ich mir ein bisschen mehr Szenen in diese Richtung gewünscht. Was ich auch schön fand, es gibt so Rückblenden in Harpes Kindheit und man sieht so den Weg, den er genommen hat, um Komiker zu werden. Und das war, fand ich schon interessant, immer diese Rückblenden und auch so ein bisschen auf sein Verhältnis zur Kirche und wie er dazu gekommen ist. Er verliert sehr früh seine Mutter und ist dann auch so ein bisschen böse auf Gott und man hat das Gefühl, das ist so der Moment, wo er so ein bisschen die Beziehung verliert, obwohl seine Oma schon sehr christlich ist.
Und dann findet er eben auf dem Weg wieder zu Gott. Und diesen Werdegang fand ich schon schön. Danach merkt man, er ist so ein bisschen lockerer. Davor hat er sich extrem viele Gedanken gemacht und sehr schwermütig und wollte abbrechen. Und nach diesem Gotteserlebnis hat sich das geändert. Aber was dieses Erlebnis jetzt wirklich war, das ist unklar. Und ich fand ein paar von den Witzen einfach zu billig. Ja. Also es gibt da eine Szene, er läuft los und im Endeffekt, er schließt nicht mal diese erste Etappe ab, weil dann tun die Füße weh und dann fährt er per Anhalter. Und dann sitzt er hinten in so einem Töff-Töff und hat vorne keinen Platz und sitzt da hinten mit zwei Schafen und das eine Schaf, das ja knutscht ihn dann so halb und es ist wirklich so, ja. Also es gab viele Lacher im Kino und ich frage mich ein bisschen, wieso. Wobei, das waren zwei Personen, die vor allem gelacht haben. Also es war und die neben so, mir hat auch Saal gesagt, kreischt. Der Film hatte einen Tiefgang, den sie im Buch nicht entdeckt hat. Ja, also ich glaube, dass man diesen Film auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise sehen kann und dass Harpe-Fans ihn lieben werden. Also die Fans von dem Buch, die richtigen Fans. Weiß ich nicht, weil sie den Harpe nicht sehen können. Ich frage mich echt, ob der Film nach hinten losgeht oder ob der gut ankommt. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Er wird auf jeden Fall, da möchte ich jetzt alles verwetten, nicht so erfolgreich wie das Buch. Das glaube ich auch, ja. Und was ich noch abschließend sagen möchte, ich war mal in Santiago de Compostela, bin nicht gepilgert, bin da zufällig gelandet und habe dann aber eben ein bisschen Einblick bekommen in diese wahnsinnige Atmosphäre vor Ort. Pilger, die monatelang unterwegs waren, mit zerschlissenen Klamotten kommen da an und wollen diese Stempel bekommen. Das ist echt eine richtig tolle Atmosphäre. Ich habe davon nichts im Film wiedergefunden. Okay. Da dachte ich mir, dieser eine kleine kurze Besuch in Santiago damals hat viel mehr in mir ausgelöst als den 90-Minuten-Film. Bin ich ja jetzt mal gespannt auf deine Punkte hier. Wie viele Sterne? Also die Bilder sind schön, Landschaftsaufnahmen gefallen mir. Schauspieler sind ja nicht schlecht. Das ganze Konzept ging nur meinen Augen nicht auf. Also möchte ich einen Gnadenpunkt verteilen. Oder komm, weil es heute ist, 1,5. Von mir würde er 2 bekommen, weil ich heute besonders großzügig bin und wirklich diese Landschaftsaufnahmen sehr, sehr schön fand und auch die Naturaufnahmen. Und die Schauspieler, wie gesagt, waren wirklich nicht schlecht. Sind da schon ein paar Szenen dabei, die ich rührend fand. Aber man hätte einfach Harpe nehmen müssen. Also ich weiß nicht, wieso er es nicht selber gemacht hat. Aber er ist ja auch noch in einem Alter, wo er es hätte machen können. Also schade, aber immerhin 2 Punkte. 2 Sterne. Also wir wollen euch jetzt nicht davon abhalten, ins Kino zu gehen. Er läuft dann Heiligabend an. An den Feiertagen haben alle Zeit. Wenn ihr das Buch geliebt habt, schaut es euch selber an. Wir sind sehr gespannt, ob ihr das vielleicht anders empfindet und sagt, der Film ist der Knaller, ihr wollt ihn sofort als DVD. Dann schreibt es uns bitte in die Posts. Wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann solltet ihr das dringend ändern. Hier findet ihr den Link zum Lesetraum. Da könnt ihr es unter anderem bestellen.